So, einen ganz herzlichen, sonnigen und warmen guten Morgen. Gruß, Chefsache der Gesundheitstalk ist wieder online. Ich bin diesmal nicht allein, ich habe mir Verstärkung geholt. Carsten Schubert unterstützt mich heute, stellt sich gleich selber nochmal vor. Carsten und ich glaube, wir kennen uns schon etwas länger. Ne? Ich glaube, wir sind mal zusammen zur Schule gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist. Ja, das wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Ein paar Tage ist es her. Du erklärst uns heute etwas zu steuerlichen Vorteilen, oder zu einem ganz besonderen steuerlichen Vorteil, den man sich vom Staat gönnen darf, holen darf, wenn es darum geht, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Ich stelle auch noch zwei Programme vor, die speziell für das Land NRW gelten, also Fördermaßnahmen, um einfach das Thema betriebliche Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsangebote ins Unternehmen implementieren zu können, damit es nicht an dem Satz scheitert, dafür haben wir gerade kein Geld. Also es gibt da schöne Möglichkeiten, wie man sich einfach unterstützen lassen kann. Und ein paar stellen wir davon heute vor. Carsten, sagst du eben, wer du bist, was du machst, bevor wir ins Thema einsteigen? Das mache ich ja dann gleich in der Präsentation ganz kurz. Okay, dann machen wir das dann. Alles klar. Dann gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. Und wir können mal starten. So. In Chefsache der Gesundheitstalk sind Sie hier richtig, wenn Sie erste Informationen zum Thema Gesundheit in Unternehmen erhalten möchten. Auch wenn Sie erfahren möchten, wie Sie den Krankenstand Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen senken können, wenn Sie wissen möchten, wie Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter steigern können, das Image Ihres Betriebs fördern können, neue Fachkräfte gewinnen müssen eventuell und eben heute auch Fördermittel suchen, um die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Ich liefere, und Carsten Schubert heute sicherlich auch, so viel kostenfreien Mehrwert, wie es uns in dieser, Pi mal Daumen, eine Stunde möglich sein wird. Das geben wir. Was wir uns wünschen, ist einfach, dass Sie für alle Informationen offen sind. So ein paar Tipps zum Ablauf, beziehungsweise damit Sie die nächsten Minuten oder die nächste Stunde möglichst viele Informationen mitnehmen können. Stellen Sie, wenn möglich, das Telefon leise. Gönnen Sie sich mal 60 intensive Minuten, ungefähr 60. Alle Browserfenster mal schließen, damit die Übertragung funktioniert und alles technisch bestmöglich funktioniert. Es geht heute darum, wie Gesundheit im Unternehmen finanziert werden kann, welche Fördertöpfe es dazu gibt. Sie können natürlich auch, Sie bekommen das Ganze ja hinterher auch nochmal hier in der Präsentation zugeschickt. Da ist ein Link drin, wenn Sie mögen. Immer gerne buchen Sie sich einfach ein ganz kostenfreies Erstgespräch. Und lassen Sie uns dann in Kontakt kommen. Sie bekommen den Link zu meinem Kalender dazu. Da sehen Sie, welche Termine frei sind. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Christina Thiel. Ich bin Stresspräventionstrainerin nach Professor Kaluza. Professor Kaluza ist der Stresspapst in Deutschland von der Uni Marburg. Und bin auch seit 2017 betriebliche Gesundheitsmanagerin der IHK für Unternehmen, die den Krankenstand der Mitarbeiter senken und eben die Motivation und die Leistungsfähigkeit steigern möchten. Und das fand ich so schön, was ich da neulich gehört habe.
Frau Thiel, Sie strahlen so viel Begeisterung für dieses Thema aus. Ich wusste gar nicht, dass betriebliche Gesundheit so umfangreich und auch tatsächlich schon mit kleinen Dingen umsetzbar ist. Das war übrigens, Carsten, auf einem Netzwerkabend, an dem du auch dabei warst. Mhm. Das war es, glaube ich, gegenüber. Da habe ich diesen Satz gehört. Hat mich sehr gefreut. Sehr schön, ja. Ja, ja, Sie suchen finanzielle Unterstützung für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Dann stelle ich Ihnen jetzt zwei Förderprogramme des Landes NRW vor. Ich ziehe mich hier auch mal auf das Land NRW, weil ich hauptsächlich hier unterwegs bin und meine Kunden eben auch aus NRW kommen und unsere Zuschauer hier dementsprechend sicherlich auch. Schwerpunkt ist dann natürlich gleich die Präsentation von Herrn Schubert, aber die zwei, die möchte ich gerne Ihnen eben auch mitgeben. Das ist zum einen die Potenzialberatung. Hier steht LIP. LIP ist der Ansprechpartner. Es ist ein Programm des Landes NRW, das aber durch die Gesellschaft für innovative Beschäftigung abgewickelt wird. Dabei ist das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen und die Potenziale des Unternehmens zu ermitteln und darauf aufbauend mögliche Veränderungsprozesse einzuleiten. Das Ganze steht unter dem Dach der Unternehmensberatung. Also hier geht es nicht darum bei der Potenzialberatung, dass einzelne Kurse wie Raucherentwöhnung oder ein Ernährungskurs im Unternehmen finanziert wird. Dazu komme ich gleich. Hier geht es wirklich darum, aus unternehmensberatungstechnischer Sicht zu sehen, welche Strukturen sind im Unternehmen vorhanden, welche Dinge möchten wir gerne verbessern im gesundheitlichen Bereich, wo möchten wir gerne hin und wie können wir Gesundheit überhaupt strukturiert zusammenfassen und da einen roten Faden draus machen. Die Förderung beträgt 50% der notwendigen Ausgaben für ein bis maximal 10 Beratungstage. Über mehrere Jahre kann das auch verteilt werden. Höchstens aber 500 Euro pro Beratungstag. Und ich denke, das ist eine ganze Menge, ja, also 50%, das ist schon ein guter Batzen. Die Potenzialberatung ist mit das älteste Förderinstrument, was es überhaupt gibt in NRW. Also es müsste mittlerweile circa um die 20 Jahre alt sein und hat so die ein oder andere Regierung überstanden, ist im Vergleich zu anderen Instrumenten sehr, sehr unbürokratisch aufgebaut und ja, von daher wirklich gut und einfach zu nutzen. Ja, ich habe jetzt hier drunter geschrieben, Startdiagnose-Workshop. Das ist mein Beitrag, den ich leisten kann, erstmal als Start für eine Potenzialberatung. Im Diagnose-Workshop gucken wir gemeinsam ins Unternehmen rein und stellen uns die Frage, was haben wir, was brauchen wir, wie können wir überhaupt starten. Ganz häufig ist es so, dass die Unternehmen sagen, wir haben ja schon hier einen Obstkorb und da eine Laufgruppe und wir haben auch schon mal vielleicht ein Ernährungsprogramm gestartet. Aber das ist alles noch so zerpflückt. Das ist noch nicht richtig und unter einem Dach, das ist noch nicht richtig strukturiert. Und die meisten Firmen, die haben wirklich schon Gesundheitsangebote im Programm. Manche wissen es gar nicht so. Und da gehen wir genau rein, gucken, was ist vorhanden, wo drückt der Schuh. Jedes Unternehmen ist anders und jedes Unternehmen braucht einen eigenen Plan, um Gesundheit einzuführen. Genau das bietet eben der Diagnose-Workshop. Wenn Sie da Interesse haben, ich schicke Ihnen den Link dann auch nochmal in der Mail, in der Folgemail gerne hinterher. Also welchen Handlungsbedarf benötigt Ihr Unternehmen, genau Ihr Unternehmen in Gesundheitsfragen?
Welche Analyseinstrumente können Sie nutzen oder nutzen Sie einfach auch schon, um die aktuelle gesundheitliche Lage zu erfassen? Und wie können Sie mit diesen Ergebnissen ein gutes, ein sinnvolles, betriebliches Gesundheitsmanagement aufbauen? Das sind die Ergebnisse vom Diagnose-Workshop. Dann haben wir den Bildungscheck NRW, ein zweites Programm, auch schon lange dabei und aus allen Kinderkrankheiten hoffentlich raus. Hier geht es darum, den einzelnen Mitarbeiter zu fördern. Das ist dann genau der Punkt, wenn wir sagen, es geht um einzelne Gesundheitsangebote für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin, zum Beispiel den Raucherentwöhnungskurs oder ein Stresspräventionstraining. Hier beträgt hier sind die Kosten für die berufliche Weiterbildung, die in einem individuellen beruflichen Zusammenhang stehen, auch bis zur Hälfte, also bis 50% förderfähig. Auch wiederum bis maximal 500 Euro. Und das ist ein Beispielangebot wieder aus meiner Schatzkiste für den Bildungscheck in NRW, den Sie dann also nutzen können, um den direkt für Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anbieten zu können. Ein Stresspräventionstraining eben nach dem besagten Professor Kaluzer. Das ist ein Schritt-für-Schritt-Programm, was online abläuft, aber auch im 1-zu-1-Coaching mit mir. Also niemand ist da alleine. Und niemand wird da einfach alleine gelassen, sondern ich bin stets an der Seite, bin stets für Rückfragen offen und eben auch durch ein sehr enges 1-zu-1, durch eine sehr enge 1-zu-1-Begleitung, auch hier über Zoom, ja, als Videokonferenz. Das ist absolut möglich und auch gewünscht. Damit leben Sie stressfreier, was wieder, also mit diesem Programm, was wieder bedeutet, dass mehr Ruhe in Ihr Leben einkehrt, privat und auch beruflich. Sie lernen Werkzeuge kennen, die Ihnen helfen, aus dem Hamsterrad herauszukommen. Dadurch werden Sie wieder besser schlafen, weniger Rücken- und Kopfschmerzen haben oder eben auch andere stressbedingte Symptome. Wenn Sie Interesse haben an diesen Programmen oder an weiteren Informationen zu den Dingen, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe oder auch zu denen, die gleich noch kommen, dann ist es ganz wichtig, dass Sie am Thema bleiben, dass Sie zum Beispiel sich einen Termin buchen zum Kennenlerngespräch und zwar innerhalb der nächsten 72 Stunden. Haben Sie bestimmt schon mal von gehört. Diese Regel besagt, dass Sie bei allem, was Sie sich vornehmen, innerhalb der nächsten 72 Stunden starten müssen. Tun Sie das nicht, dann sinkt die Chance, dass Sie das noch tun, ja, fast auf Null. Ja, also nehmen Sie Ihre Beine in die Hand und starten Sie. Sie haben ja nichts zu verlieren, ist doch alles ganz unverbindlich an dieser Stelle. Denn Sie als Führungskraft, Sie steuern das Unternehmen. Ja? Sie sind der Chef, Sie sind der Regisseur und Sie geben natürlich auch die Richtung damit. Wir kommen gleich zu weiteren Fragen. Hier sind nochmal meine Kontaktdaten. Die haben Sie sicherlich alle schon, beziehungsweise setze ich nochmal hinterher da rein. Ich stoppe jetzt mal meine Bildschirmpräsentation, komme zu Zoom zurück und würde vorschlagen, dass ich direkt an dich weitergebe, Carsten. Sehr gerne. Ja, ich muss dich jetzt aber zum Haus machen, damit du dein Bildschirm freigeben kannst. So, und da bin ich jetzt. Dann jetzt bist du der Chef. Jetzt bin ich der Chef. Perfekt. Jetzt muss ich mal eben die Präsentation starten. Momento. So. Zack.
Schön freigeben und ich hoffe, jetzt sieht man was. Jawohl. Perfekt. Genau. Gut. Also ich habe heute das Vergnügen, über die Finanzierung von Gesundheit im Unternehmen etwas zu erzählen. Dann kurz zu... Das natürlich jetzt wieder nicht. Moment. Das kann ich jetzt nicht. So. Dann kurz zu meiner Person. Mein Name ist Carsten Schubert. Ich bin Unternehmer und Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung. Bin ein positiv denkender Mensch, deswegen sage ich, ich werde nächstes Jahr 50 Jahre alt. Wohne und arbeite in Moers. Bin Vater zweier Töchter und leidenschaftlicher Sportler, und zwar Laufen aktiv und Fußball nur passiv. Hier meine Kontaktdaten, aber das schicke ich dann im Anschluss dann nochmal etwas detaillierter. So, und dann ganz kurz, was es jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten ungefähr gehen wird. Ich werde Ihnen erzählen, warum betriebliche Krankenversicherung sinnvoll ist und wie es in Ihrem Unternehmen aussehen könnte. Und welche steuerlichen Vorteile es gibt, ne? Ganz genau, das kommt ganz am Schluss. Das kommt dann ganz zum Schluss, ja. So, ich habe ein paar Zeitungsartikel mal rausgesucht aus den letzten 10 Jahren. Ist nach wie vor aktuell. Das Einzige, was da nicht mehr ist, dass es die Zähne nicht mehr geben wird, aber sinngemäß passt das noch alles. Apropos Cebit, ich habe mir mal rausgesucht, ein paar Daten zum Thema Fluktuation. Fluktuation ist nämlich teuer. Machen sich viele kein Bild von. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen hat mal einige Fluktuationskosten eruiert. Wenn Sie eine Führungskraft, einen Topmanager verlieren, kostet das bis zu 3 Jahresgehälter. Hochqualifizierte Mitarbeiter ca. 70.000 Euro. Qualifizierte Mitarbeiter knappe 32.000 Euro. Und selbst gering qualifizierte Mitarbeiter können bis zu 7.000 Euro kosten. Warum betriebliche Krankenversicherung? Sie als Unternehmer stehen vor einigen Herausforderungen. Dazu gehört Fachkräftemangel, wie eben beschrieben, die Mitarbeiterfluktuation. Die Mitarbeiter wollen motiviert werden. Sie müssen produktiv arbeiten. Fehlzeiten der Mitarbeiter und dadurch entstehende Ausfallkosten. Und in einem Fehlzeitenreport, der noch relativ aktuell ist, wurde beschrieben, dass im Jahr 2018 jeder Erwerbstätige im Durchschnitt 19,9 Tage krank war. Wenn man dann jetzt so die 6 Wochen Urlaub dazu zählt, wissen Sie, wie lange ein Erwerbstätiger im Unternehmen fehlt. Vorteile bilden sich daraus. Eine betriebliche Krankenversicherung ist attraktiv zur Anwerbung neuer Mitarbeiter. Es stärkt den Ruf als sozialkompetenter Arbeitgeber. Und dadurch, dass es langfristig ist und immer wieder bemerkbar wird, ist es wirksamer als die Gehaltserhöhung. Die Mitarbeiterbindung ist langfristig und da die betriebliche Krankenversicherung über ein ganzes Arbeitsleben wirkt. Sie bekommen loyale und motivierte Mitarbeiter und die Krankheitskosten sinken. Und natürlich
die Produktivität wird auch gesteigert. Und das Schönste dabei ist dann noch, es ist steuerlich absetzbar. Und bei einer Befragung Ende 2018 des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft wurde gesehen, dass die betriebliche Krankenversicherung zu den Top 3 der beliebtesten Zusatzleistungen zählt. Und das noch vor dem Dienstwagen oder dem Handy. So, wie sieht das jetzt bei den Mitarbeitern aus? Die haben natürlich diverse Sorgen. Dazu zählt, dass Leistungskürzungen der gesetzlichen Krankenversicherung auftreten. Wenn es um Thema Zähne geht, Zahnersatz ist teuer und gezahlt werden nur befundsorientierte Festzuschüsse. Wenn man ins Krankenhaus kommt, wird man nur von dem diensthabenden Arzt behandelt und womöglich in einem Mehrbettzimmer. Und Thema Vorsorge, da wird man nur nach der gesetzlich eingestuften Programm behandelt und Zuzahlungen sind erforderlich. Wenn wir bei dem Beispiel Zahnersatz bleiben, 2 Implantate kosten 5.180 Euro und die gesetzliche Krankenversicherung zahlt Ihnen davon 585 Euro. Und ich habe es nur aufgeschrieben, weil so schnell rechne ich nicht. Sie dürfen dann mal eben zuzahlen 4.595 Euro. Zu den Vorteilen für den Mitarbeiter. Er bekommt dadurch einen hochwertigen Versicherungsschutz. Er hat dadurch mehr Geld im Portemonnaie durch die finanziellen Erstattungen. Er hat natürlich eine bessere medizinische Vorsorge und Behandlung. Das Ganze ohne eigene Beitragszahlung und keine Gesundheitsprüfung. Und wenn man schon vorher krank war, gilt der Versicherungsschutz trotzdem. Und es fängt sofort an, also wir haben keine Wartezeiten. So. Dann zu dem Thema, wie könnte das in Ihrem Unternehmen aussehen? Wer genau darauf geachtet hat, ich hätte da schon ein paar Symbole eingeblendet. Wir haben 3 Tarife. Das ist einmal der Zahn, es ist einmal stationär und das Thema Vorsorge. Zu den Highlights. Sie denken jetzt bestimmt, oh, das ist für mein Unternehmen wahrscheinlich noch gar nicht möglich. Doch, das Ganze ist nämlich schon ab 5 Mitarbeitern möglich, zumindest bei den Tarifen Zahn und Vorsorge. Bei stationär sollten es 10 Mitarbeiter sein. Nein, es ist auch nicht kompliziert, weil ein Beitrag für alle, ob 16 Jahre alt oder 67. Wie gesagt, es gibt keine Gesundheitsprüfung. Das heißt, wenn Sie einen Mitarbeiter Zucker hat oder dann Schlaganfall hatte, der nirgendwo anders eine Krankenzusatzversicherung bekommt, bei uns ist das mit drin. Wie gesagt, keine Wartezeiten. Es fängt sofort an. Vorerkrankungen sind eingeschlossen. Alle Branchen, es wird nichts ausgeschlossen. Es gibt eine günstige Beiträge durch Kalkulation nach Art der Schadensversicherung. Und ja, Sie können sogar Ihre Angehörigen separat mitversichern. Das muss natürlich dann selbst bezahlt werden, aber zu denselben Konditionen. Dann kurz zu den Leistungen und Vorteilen im Überblick. Es gibt den Bereich Business Zahn. Das kostet zwischen 9,41 Euro und 29,12 Euro. Dann gibt es den Bereich Business stationär. Da werden Sie dann untergebracht im Zweibettzimmer, vom Chefarzt behandelt, Erstattung über Höchstsatzgebührenordnung und es wird nach Wunsch auch eine Zweitmeinung eingeholt.
Von Betrieben bis 49 Mitarbeitern kostet das 27,08 € und ab 50 Mitarbeitern 23,50 €. Dann die abgespeckte Version, wenn der Mitarbeiter einen Unfall hat, hat man die selben Vorteile wie bei Business Stationär, halt ohne Zweitmeinungsservice, kostet im Monat 4,49 €. Und Thema Vorsorge. Da werden im Jahr bis zu 400 € erstattet, Behandlung als Privatpatient und keine Diagnosebeschränkung, keine Altersbegrenzung, keine vorgeschriebenen Intervalle. Kostet 9,51 €. Jetzt kurzer Exkurs zum Thema Steuern und Sozialabgaben. Arbeitgeberfinanzierte Beiträge zur betrieblichen Krankenversicherung bezeichnet man als Sachlohn. Dieser ist bis zu einer Freigrenze von 44 € monatlich steuer- und sozialabgabenfrei. Und die Aufwendungen des Arbeitgebers zu einer betrieblichen Krankenversicherung sind vollständig als Betriebsausgaben abzugsfähig. Was geschieht, wenn die Summe aller Sachleistungen 44 € pro Monat und Mitarbeiter übersteigt? Der Beitrag zur betrieblichen Krankenversicherung wird wie Barlohn behandelt. Die Steuer- und sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitslöhne steigen um den Betrag der betrieblichen Krankenversicherung und der Mitarbeiter hat höhere Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Was kann der Arbeitgeber tun, wenn die Summe der Sachleistung 44 € pro Monat übersteigt? Ja, er kann die Sachleistung pauschal versteuern, wenn sie die 44 € Freigrenze überschreiten. Und pauschal versteuerte Sachleistungen werden nicht auf die Freigrenze von 44 € angerechnet. Das heißt, wenn die Summe der nicht pauschal versteuerten Sachleistung unter 44 € bleiben, sind diese Steuer- und Sozialabgaben frei. Mein kurzes Fazit der betrieblichen Krankenversicherung ist, es ist einfach, fair und günstig. Und abschließend möchte ich meinen kurzen Vortrag mit einem Zitat, das Voltaire zugeschrieben worden ist. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. In diesem Sinne, werden Sie glücklich und vor allem bitte bleiben Sie gesund. Sehr schön. Dankeschön. So, jetzt sieht man wahrscheinlich... Borussia-Paar. Ja. Ja. Das passt jetzt zum Thema Niederrheiner. Thema Passivfußball. Genau. Ja, viel Input, viele Zahlen. Ne? Ja. Ja, da schon ziemlich drin jetzt so im Steuerrecht. Ja, das ist zwar ein trockenes Thema, aber es ist durchaus interessant, ja. Ja. Und ich hab's noch minimiert. Naja, das glaube ich. Man sollte aber immer auch einen Steuerberater hinzuziehen, ne, denke ich. Definitiv, ja. Okay. Ja, perfekt. Ich habe hier so ein paar an mich gerichtete Fragen bekommen im Chat. Mhm. Die können wir ja vielleicht mal durchgehen. Die sind, glaube ich, auch gar nicht sichtbar. Die waren jetzt wirklich nur irgendwie hier an mich adressiert. Okay. Einmal zu dir, zu deinem Vortrag, Carsten. Muss man einen bestimmten Stundensatz im Unternehmen im Unternehmen haben? Oder geht auch ein Minijobber? Ist es auch für Minijobber möglich, dieses Angebot zu nutzen? Weißt du, spontan?
Das geht natürlich auch für Mitarbeiter, die auf 450-Euro-Basis arbeiten. Bei Auszubildenden, dadurch, dass ja dann keine Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden, da natürlich nicht, aber halt für ja, Minijobber 450 Euro, ja. Okay, und auch bei Teilzeit, bei befristeten Verträgen? Nicht Teilzeit. Wenn mein Vertrag für ein halbes Jahr befristet ist, was ist dann? Das sollte auch möglich sein, ja. Genau, die Frage, die kam auch noch. Was ist, wenn ich meinen Job wechseln? Kann man das Ganze zu den Konditionen natürlich mitnehmen. Wahrscheinlich muss man das, also wenn der neue Arbeitgeber das da nicht bezahlen, also nicht anbieten möchte, bekommt man natürlich eigene Konditionen, aber man kann den Vertrag mitnehmen. Der neue Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, das zu übernehmen. Richtig. Das sind natürlich freiwillige Leistungen, anders halt wie bei einer betrieblichen Altersversicherung. Da ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, 15% beizuschießen und das dem Mitarbeiter überhaupt zu gewähren. Dann wurde mir noch eine Frage gestellt zu der Potenzialberatung, die war bekannt schon bei dem Zuschauer, der gefragt hatte, aber er fragt, wie es in Zeiten jetzt von Corona ist, weil normalerweise läuft die Potenzialberatung im Unternehmen ab. Dort findet sie statt, also vor Ort. Und es war auch überhaupt nicht geplant, das irgendwie auf die digitale Schiene zu setzen. Mein letzter Stand ist, ich sage das ganz vorsichtig und unter Vorbehalt. Mein letzter Stand ist, dass wir das aufgrund der Corona-Krise momentan online auch durchführen können. Also da hat das Ministerium einen großen Schritt gemacht hin zur Digitalisierung, wenn eben das im Betrieb vor Ort momentan aufgrund der Situation nicht möglich ist. Dann kann man es auch online machen. Aber wie gesagt, das ist mein letzter Stand und ich hoffe, das gilt immer noch. Ich gehe auch davon aus und dann muss man einfach gucken, wenn man die Potenzialberatung durchführt, wie dann der aktuelle Stand ist. Das Stresspräventionstraining, das läuft ja sowieso online ab und das ist auch über den Bildungscheck möglich. Auch da immer, ne, Veränderungen sind wir da auch nicht befeit, da kann sich natürlich auch was ändern, aber das ist mein aktueller Stand. Ja, das war die Frage zu mir zum Thema online. Können wir das online durchführen oder liegt im Moment quasi die Potenzialberatung nach? Das waren die Fragen, die ich zugeschickt bekommen hatte. Ja. Was haben wir noch? Außer eine gute Gesundheit zu wünschen. Was wollen wir noch loswerden? Was wollen wir noch loswerden? Auf jeden Fall viel trinken. Oh ja. Bei dem Wetter. Ja. 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 Und alles ruhig machen, ne? Bei 35 Grad. Weiß ich nicht. Musst du heute laufen noch? Nee. Heute habe ich mal einen freien Tag eingeplant. Morgen früh geht es wieder los. Aber früh, ne? Ja. Also gestern war ich um 7:30 unterwegs. Da war es noch angenehm. Eine halbe Stunde später ist es dann nicht mehr ganz so gesundheitlich fördernd. Das macht auch keinen Spaß. Genau. Okay. Möchtest du noch was loswerden, Carsten? Wahrscheinlich die Frage, ob die Präsentation verschickt werden kann, kann ich gerne machen und auch meine Kontaktdaten sind dann da drin. Genau, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, ob wir die Präsentation haben können. Du schickst mir sie zu und ich packe sie dann mit rein, mit deinen Kontaktdaten in die Folgemail. Perfekt. Sehr gerne.
Das Ganze ist ja hier aufgezeichnet worden. Auch das wird morgen, übermorgen dann zur Verfügung stehen als Video. Das dauert immer so. Es ist unterschiedlich. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es auch einen Tag, bis das dann als Aufzeichnung zur Verfügung steht. Ja, und dann geht das auch nochmal mit raus in eine Folge. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du gekommen bist, dass du uns das Steuermodell mit den 44 Euro nach Paragraph weiß ich schon nicht mehr. Zahlen kann ich mir immer so schlecht merken, aber die 44 Euro, die gehen da gerade noch. Aber beim Paragraph hört es auf. Dass du uns das vorgestellt hast, vielen Dank dafür und ich wünsche dir erstmal alles Gute und den Zuschauern natürlich auch. Dankeschön. Dann verabschiede ich mich hier und wir verabschieden uns hier und sagen bis zum nächsten Chefsache der Gesundheitstalk, immer an jedem ersten Dienstag im Monat. Bis zum nächsten Mal.